Barbie Guy, Mann Bingo. Imani, wir sind angekommen. Imani, das ist Tropical Island. Angekommen! Angekommen! Imani, wir müssen erstmal die Taschen nehmen. Kannst du mir helfen? Nein. Das ist ja riesig. Komm schnell, die Flamingos warten auf dich. Ey, was hast du eigentlich für coole Schuhe an? Wer hat dir die gekauft? Baba. Ich habe nichts mit diesen Schuhen zu tun. No, no, no! Imani, wir müssen kurz warten. Weißt du, da gibt es so viel Wasser und man kann da so viel schwimmen. Und weißt du, was wir heute hier machen? Wir schlafen heute hier. Oh, no! Jetzt müssen wir erstmal wissen, wo wir hin müssen. Wo lang? Imani hat den Plan. Imani, wo lang? Wir sind hier beim Heißluftballon. Okay, hier ist der Heißluftballon. Wir müssen weiter geradeaus. 1341. 1343 müssen wir. Ich hab's gefunden. Ich hab's. Kommt, Leute, ich hab's gefunden. Das sieht voll gruselig aus. Imani, das ist unser Zimmer. Cool. Imani, wer ist das da hinten? Oh no, Imani, wer ist das? Bayus. Imani, hast du Angst vor ihm? Ah. Oh. Okay, das klären wir. So ist das Problem noch gelöst. Danke. Wir gehen erstmal schlafen. Bis morgen. Ich bin Papagei. Du willst zum Papagei? Ja. Luisa. Wo ist der Papagei? Ich zeig dir, wo der Papagei ist. Da gibt's nicht schon Papagei, sondern zwei Riesenfische. Luisa, da oben ist ein Papagei. Zwei. Ey, Luisa, was macht sein Kopf in seinem Po? Ich glaube, er isst seine Kacke, oder? Guck mal, ein Riesenfisch. Leute, gebt euch, was wir haben. Damit kann man unter Wasser filmen. What are you doing? What's going on here? Well, that was sure fun. I had a great time. Bye-bye, Papagei. Bye-bye, Bushy. Bushy ist Fische? Ich kann nicht mehr. David, es war keine gute Idee, hier hochzukommen. Ich bin eine schwangere Frau. Das macht mein Körper nicht mehr mit. Ich bin ein schwangerer Mann und es macht keinen Körper auf der Welt, kann dein Körper sein. Kubu, Kubu, Kabu. Hier gibt's Schmetterlinge! Kubu Kubu, das Schmetterlingshaus! Wow! Oh, ich will das Ding auch! Die trinken den Saft von den Orangen und essen Bananen. Du musst es nur zusammenrechnen. Banane, Orange, Obst. Obst ist gesund. Schmetterlinge essen alles, was gesund ist. Das heißt, Schmetterlinge essen Jindawi Bowl. Schmetterling ist auf dem Nala drauf. Adios, amigo. Nett, du darfst dich nicht bewegen und darfst ihn auch nicht anfassen, weil dann kannst du ihm wehtun. Luisa, das ist mein Cousin. Tommy. Ich meine, wo sind die Flamingos? Da. Abingos. Abingos? Oh mein Gott, Nette, was ist das? Ein Huhn in AMG. Imani, lass das Huhn in Ruhe. Imani. Deine Tochter jagt einen Huhn. Nette, sie denkt, sie ist Tarzan. Hol sie mal bitte schnell. Luisa, Imanis Schuh ist weg. Ja, die hat sie im Regenwald verloren. Der Huhn hat ihn mitgenommen. Der Huhn? Ist dein Cousin oder was, dass du ihn der Huhn nennst? Das Huhn. Imani, wie macht das Huhn? Imani, das Huhn hat deinen Schuh geklaut. Oh no. Oh no. Hey, Amerika, Amerika. Imani, wer ist das? Hier. Eine Katze? Ja. Imani, und was macht die Katze? Vogel essen. Oh no. Vogel essen? Ja. Was für Vogel essen? Nether, unter der Treppe sind kleine Babyvögel. Und die Katze will sie essen? Imani, will die Katze die Vögel essen? Au.
Und wo sind die Vögel, Luisa? Da drunter, unter dem Gitter. Ey, Luisa, wir müssen die Vögel retten. Essen Katzen Vögel? Ja. Der Vogel isst den. Willst du, dass die Katze die Vögel isst? Ja. Was bist du für ein Mensch? Die Lage ist kritisch. Da vorne ist der Mama-Vogel. Da unten versteckt sich der Papa-Vogel. Und im Nest verstecken sich die Babyvögel. Und die Katze will die Babys essen. Oh no. Imani, hast du eine Idee, wie man sie wegscheuchen kann? Ja. Das hat nicht geklappt. Versuch das nochmal. Das hat auch nicht funktioniert, Imani. Luisa, wir müssen die Vögel retten. Ja. Ja, for yous. Ich geh los. Die Katze muss weg. Ich werde sie wegscheuchen. Und danach nehmen wir die Vögel und dann essen wir die selber. Nein. Nein. Das war nur ein Spaß. Ach so. Imani, ich schicke die Katze jetzt weg. Lass dich hier nicht mehr blicken. Hey, Imani, ich habe eine Idee. Soll ich den Nagellack drauf machen? Ja. Wo soll ich den Nagellack drauf machen? Da. Gefällt dir die Farbe? Ja. Okay, gib mir deine schönen Finger. Okay, wow. Du musst dir doch deine Hand geben. Musik. Du willst so lassen? Ja. Okay. Eine Hand haben wir geschafft. Oh, oh nein! Ja. Leute, mir ist Nagellack ausgekippt. Oh no! Warte genau hier und beweg dich nicht. Schaffen wir das? Ja! Ein kleiner Finger, 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 Finger. Und noch? Und auch. Der auch? Danke, Mama. Gerne. Zeig mal deine schönen Finger. Zeig mal. Wow! Imani, gefällt's dir? Ja. Amerika, Amerika, es ist soweit. Wir erfahren gleich das Geschlecht. Falls du ein Junge bist, Papa wartet auf dich. Falls du ein Mädchen bist, ist auch okay. Spaß. Junge oder Mädchen ist mir egal, Leute. Hauptsache gesund. Natürlich habe ich etwas, was ich mir ein bisschen mehr wünsche, weil ich schon ein Mädchen habe. Das wäre Junge. Aber das Wichtigste für mich ist Gesundheit. Alles andere ist Nebensache. Luisa, was glaubst du, Junge oder Mädchen? Junge, Mädchen. Manchmal denke ich Junge, manchmal denke ich Mädchen. Ich weiß selber nicht, was ich denken soll. Ich weiß es nicht. Hauptsache gesund. Hey, wir sind jetzt an einer Location. Was ist das für eine Location? Wasser, Boot, See. Nein, komm mit. Wo sind wir? Jetzt weiß ich wo. Hier hatten wir unser erstes Date. Vor wie vielen Jahren? Vor 10 Jahren. Jetzt stehen wir hier mit unserem ersten Kind. Und gleich erfahren wir, was unser zweites Kind sein wird. Junge oder Mädchen. Hättest du damals gedacht, dass wir hier so stehen werden? Niemals. Kannst du dich richtig an die Zeit erinnern? Ja, du hast mir an dem Tag ein T-Shirt geschenkt. Und es hat nach Vanille gerochen. Lass uns herausfinden gehen, ob Junge oder Mädchen. Gebt euch, was Coco alles vorbereitet hat. Leute, gebt euch. Sogar die Blumen sind blau und rosa. Sind die echt? Ey, die sind echt? Leute, ich geh mich jetzt schön anziehen. Let's go. Wir sind mitten auf dem Wasser. Ey, ich bin so aufgeregt. Was glaubst du, Junge oder Mädchen? Was, Bruder? Mila, was glaubst du, Junge oder Mädchen? Ich glaube, es ist ein Junge. Was glaubst du, Junge oder Mädchen? Du hast mich schon 1000 Mal gefragt. Ich glaube, Mädchen. Ey, was bist du, Junge oder Mädchen? What are you doing? What's going on here? Imani, was glaubst du, Junge oder Mädchen? Wasser? Ey, es geht gleich los, es geht gleich los. In diesem Ballon ist blau oder rosa. Das Ding ist, dass dieser Ballon nicht von alleine fliegt. Das heißt, einer muss ihn halten und einer muss pieksen. Ich halte, du piekst. Okay. Egal was es ist, ich liebe dich über alles und ich bin dankbar, dass du die Mutter meiner Kinder bist. Ich bin auch dankbar, dass du der Vater meiner Kinder bist. Du bist die beste Mutter, die ich mir für meine Kinder vorstellen kann und auch vorstellen konnte. Damals habe ich mir das schon vorgestellt, dann kam Imani und jetzt habe ich fast 2 Jahre gesehen, wie du zu meiner Tochter bist. Ich mache mir keine Sorgen, dass du auch so gut zu meinem Sohn sein wirst, wenn es ein Sohn ist. Lass uns loslegen. Ich glaube, es ist ein Junge. Glaubst du, es ist ein Junge? Was glaubst du, Junge oder Mädchen? Amerika, Amerika, es ist soweit. Es ist soweit, Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Egal, was du bist, ich liebe dich jetzt schon über alles. Über alles. Nee, das ist nicht mein Kind, das ist nur der Ballon. Ich muss den Bauch küssen. Es geht los, es geht los, es geht los. Ich bin sehr aufgeregt. Ihr wisst nicht, was für ein besonderer Tag das für mich ist. Kann sein, dass ich jetzt erfahre, dass es ein Junge ist. Kann aber auch sein, dass es noch ein Mädchen ist. Ich liebe Imani über alles. Deshalb, egal was es ist, let's go. Okay, okay, okay. Okay. Also musst du sie mir so schön wegnehmen. Ja.
Lisa, los, 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 los! Dein Gesicht, Luisa! Egal! Ist ein Junge! Ich meine, du kriegst einen Bruder! Bruder Jakob, schläfst du noch? Wir nennen ihn Jakob! Nein, Spaß, Spaß! War Spaß, war Spaß! Ey, ich will den Ball wegschießen! Auch wenn ich weiß, was es ist! Ich schieße jetzt diesen Ball! Oh no! Mein Sohn! Glücklich? Ja. Ich hoffe, dass der Junge genauso aussehen wird wie du. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch. Seid eingeschlafen.